aus der Fernostproduktion kam. Eine taubstumme Schwertkämpferin trotzt gemeinen Verbrechern, die ihren Mann getötet haben und sie jetzt um ihr Erbe bringen wollen, einen kostbaren Schatz. Böse, blutig, brennend heiß. So ist Kang Qing. Furien am gelben Fluss. Palast. Dagegen kann man leider nicht an. Wer hat gewonnen? Ja, die... Ich bin ebenso gut wie du mit deinen vergifteten Däumchen. Die brauche ich ja hier zum Glück nicht. Ein Film, der vieles in den Schatten stellt. Film der neuen China-Welle.